Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zur 7. Episode unserer FIFA 15 Spielerbewertung-Prognose. Zu Beginn möchte ich mich natürlich wie immer bei euch bedanken. Über 4300 Likes haben wir in der letzten Episode geschafft. Würde mich natürlich super freuen, wenn wir das auch für diese Episode erreichen. Und ganz klar, Freunde, ich habe mir natürlich wieder eure Kommentare durchgelesen und angeschaut, wen wollt ihr dieses Mal sehen. Und der Torwart, der war klar. Da gibt es nur einen, den er in dieser Episode drankommen könnte und das ist Jan Sommer. Er wechselte Anfang des letzten Monats zu Borussia Mönchengladbach für eine marktwertgerechte Ablösesumme von 8 Millionen. Er kam vom FC Basel und hatte dort echt eine super Saison. In wettbewerbsübergreifenden 52 Spielen musste er 51 Mal hinter sich greifen und spielte dazu 19 Spiele ohne Gegentor. Und der ist auf jeden Fall ein super Ersatz für Ter Stegen und ich hoffe mal, dass er Gladbach weiterhelfen wird. In FIFA 15 wird es für ihn auf jeden Fall ein dickes Upgrade geben. Ich gehe mal von einer Gesamtbewertung von 80 aus. Diving geht hoch plus 7 auf 80, denn 73 ist viel zu wenig für den Kerl. Was der da im Tor macht, ist schon fast übermenschlich. 84 Reflexe gibt es dann, plus 3. Speed geht plus 2 nach oben und Positionsspiel haben wir auch ein Upgrade von 2 auf 77. In Sachen Kicking plus 6 auf 71 hoch, denn sein Abschlag ist nicht von schlechten Eltern, genauso wie sein Handling. Geht nochmal um 3 Punkte nach oben. Das war's soweit zu Jan Sommer. Wir machen weiter mit der Verteidigung und beginnen mit einem Innenverteidiger von Real Madrid. Wir sprechen von Varane. Sein Marktwert stagniert bei 25 Millionen. Dafür ist er aber gerade erstmal 21 Jahre alt. Er war in der abgelaufenen Saison viel verletzt, daher nur 14 Einsätze in der Liga absolviert. Man kann also sagen, dass die Saison im Vorjahr wesentlich besser war. Aber Freunde, wovon rede ich hier? Wenn man viel vom Verletzungspech geplagt ist, wie soll man sich dann bitte auch steigern? Bei der WM wiederum zeigt er dann gute Leistungen, die sein Potenzial auf jeden Fall nochmal unterstrichen haben, dass er in der Zukunft ein Mann ist, der vielleicht mal zu den weltbesten Verteidigern gehören wird. In FIFA 15 wird es meiner Meinung nach kein Upgrade geben, aber auch kein Downgrade. Wir reden hier von einer Gesamtbewertung von 81. Dafür aber muss auf jeden Fall was in Sachen Geschwindigkeit gemacht werden. Der Junge ist feilschnell, hat einen super Antritt, super Geschwindigkeit, die er dann aufbaut. Von 74 würde ich jetzt mal ausgehen, aber normalerweise müsste das echt noch viel mehr sein, nur kann ich mir das bei EA beim besten Willen nicht vorstellen. Ansonsten bleibt eigentlich alles gleich, vielleicht in Sachen Dribbling noch minus 1, aber im Großen und Ganzen wird sich da wohl meiner Meinung nach jedenfalls nicht viel tun. Vielleicht in Verteidigung, Kopfball, minus 1, plus 1, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, Freunde, keine großartigen Veränderungen. Skills 2 Sterne, Weak Foot 3 Sterne. Der nächste Verteidiger ist einer von Chelsea, der in der letzten Saison wirklich zu den besten Männern des Vereins gezählt hat. Die Rede ist von Azpilicueta. Sein Marktwert von 14 auf 18 Millionen gestiegen. Interessant vor allen Dingen ist, dass er in der letzten Saison fast ausschließlich als Linksverteidiger zum Einsatz kam, ja, während er im Vorjahr dann meistens rechts zu sehen war. Ich finde aber, dass es ihm sehr gut tat, denn er hatte eine überragende Saison mit super Defensivarbeit und hat sich somit dann auch zu einem Stammspieler beim FC London Chelsea hochgearbeitet, Freunde. Ja, laut FIFA war in der abgelaufenen Saison neben Luke Shaw einer der besten Linksverteidiger, da er den gewissen Team of the Season erhielt. In FIFA 15 gehe ich somit von einem Position Change aus auf die linke Verteidigungsseite und dazu eine Gesamtbewertung von 80. Seine Geschwindigkeit geht auf 83 hoch, dazu noch ein klares Upgrade im Dribbling auf 76, Verteidigung plus 3 auf 80, denn wie gesagt, ein sehr guter Mann, was die Defensivleistung angeht. Kopfballer nochmal plus 2, Passspiel plus 1, denn sehr überragende Passspieler ist jetzt nicht, hatte glaube ich auch nur ein, zwei Vorlagen und ansonsten noch der Schuss, glaube ich, war auch plus 1. Bezüglich der Skills, 3 Sterne, schwacher Fuß, dann wird es ein Upgrade geben, mindestens auf 4 Sterne. Und nun kommen wir zum Mittelfeld. Einer der meist angefragtesten Männer war ein Niederländer und zwar Wesley Sneijder. Sein Marktwert von 17 um 1 Million gestiegen. Mit 30 Jahren ist er immer noch ein sehr starker Spielmacher. Er absolvierte neben einer guten WM mit der Niederlande eine hervorragende Saison bei Galatasaray Istanbul. In 28 Partien kam er auf 12 Tore und 7 Assists und hat sich meiner Meinung nach gegenüber der letzten Saison noch etwas gesteigert und der Welt gezeigt, wie technisch versiert er doch wirklich ist. In FIFA 14 erhielt er 3 Informs und einen Man of the Match und Freunde, das ist wirklich ein super Wert an Special Cards. In FIFA 15 wird es meiner Meinung nach ein kleines Upgrade auf 85 geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er bei Gala bleiben wird, aber momentan sieht es doch wohl danach aus. Pace plus 3 auf 75, denn er ist viel zu langsam bewertet worden.
worden. 75 muss da auf jeden Fall drin sein. Im Dribbling gibt es dann auch noch plus 2 auf 85. Verteidigung minus 3 ist das Einzige, wo es wahrscheinlich ein bisschen nach unten gehen wird. Dafür aber Passspiel plus 1 und das ist, was ihn ausmacht. 88 ist da wirklich schon ein klasse Wert. Da können dann wohl nur Xavi, Iniesta und Co. mithalten. Letztlich dann noch der Schuss ist für mich einer, der mit dem rechten, mit dem linken wie kein anderer schießen kann. 79 Schuss muss da auf jeden Fall drin sein. Was die Skills angeht, 3 Sterne, keine großartige Veränderung und Weakfoot natürlich 5 Sterne. Nun geht's weiter mit einem Mann, den haben wirklich richtig viele angefragt. Bei uns ist es schon so gut wie eine Legende. André Afülçürlü, mein Freund, der Beste, ist einfach nur ein Knüllerspieler bei der WM. Super, hat er da die Leistung gezeigt. Ja, nach dem Wechsel für 22 Millionen nach Chelsea lag ein ganz hoher Druck auf ihm. War unter Mourinho nie so hundertprozentig gesetzt, hatte ich das Gefühl. Bekam jedoch dann eine Menge Spielzeit und glänzte mit Top-Leistungen. In 30 Spielen der englischen Liga traf er 8-mal und bereitete 2 weitere Treffer vor. Was ihn auszeichnet, ist das Tempospiel gepaart mit gutem Dribbling und einem ordentlichen rechten Bums. Der zieht da wirklich die Knüller ab, ein nach dem anderen, Freunde. Richtig guter Mann. In FIFA 14 bekam Schürrle 2 Informs und in FIFA 15 muss es auf jeden Fall ein Upgrade auf 82 geben. Tempo geht nochmal um 2 nach oben auf 90, Dribbling genauso um 2 nach oben auf 86, wo sich wahrscheinlich nicht so viel ändern wird, wird die Verteidigung und der Kopfball bleiben, dafür aber nochmal im Passspiel 3 nach oben und im Schuss plus 1. Und dann ist André Afülçürlü ein richtig guter Mann, ich bin noch nicht ganz sicher, ob er links oder rechts spielen wird bei FIFA 15. Was die Skills angeht, 4 Sterne und Weakfoot genauso 4 Sterne. Und nun reden wir mal von einem Stürmer, Freunde. Es wird langsam Zeit, in den Sturm zu wechseln. Jackson Martinez, der Mann, um den es jetzt geht. Sein Marktwert auf 30 Millionen angestiegen. Er hatte in der portugiesischen Liga eine enorme Torquote von 20 Treffern in 30 Spielen. Er ist ein eiskalter Torjäger, der vor allem durch sein Kopfballspiel überzeugt. Dazu ist er dann auch am Ball nicht schlecht. Und von daher ist er für mich dann ein kompletter Angreifer, der dann auch noch von vielen Top-Clubs beobachtet wird. In FIFA 14 bekam Jackson einen Team of the Season und einen International Man of the Match. Und dann ist natürlich auch klar, dass es in FIFA 15 ein Upgrade auf Pipapo 83 geben muss. Seine Geschwindigkeit plus 1 auf 83, Dribbling plus 2 auf 80 und ja, ich denke mal, in der Verteidigung wird es ein kleines Downgrade auf 56 geben, aber das ist, interessiert uns ja einfach nicht. Dafür aber hier Kopfball plus 1 auf 87, Freunde, der ist in der Luft unschlagbar. Passspiel plus 1 auf 68 und letztlich dann nochmal ein dickes Upgrade in Sachen Schuss auf 79. Die Skills und der Weakfoot, beides 4 Sterne und dann kommen wir auch letztlich schon zu einem Mann, naja, der hat seine besten Jahre wohl hinter sich. Die Sprache ist von Fernando Torres, einst noch mein Lieblingsspieler in seiner Atletico Madrid-Zeit. Mittlerweile mit 30 Jahren bei weitem nicht mehr so stark, was auch sein Marktwert anzeigt, der im vergangenen Jahr von 23 auf 19 Millionen Euro sank. In der abgelaufenen Saison war er im Gegensatz zu der letzten keine Verbesserung zu sehen, zumindest was die Torquoten angeht. Für einen Mittelstürmer in 28 Partien 5 Tore zu erzielen, das ist meiner Meinung nach eine magere Ausbeute. Aber trotzdem hat er ab und zu immer noch eine gewisse Klasse, bei der man sieht, ein Fernando Torres gehört noch nicht der Vergangenheit an. Meiner Meinung nach gibt es in FIFA 15 keine großartige Veränderung, zumindest im Gesamtrating für Fernando Torres nicht. Aber in Sachen Geschwindigkeit plus 3 auf 80, denn 77 ist mal im Ernst ein bisschen zu langsam für einen Fernando Torres. Dribbling wird wohl gleich bleiben, aber im Schuss wird er wohl einen Minuspunkt einbüßen und im Passspiel wahrscheinlich 2. Kopfball könnte auch minus 2 passieren, aber alles in allem für mich noch ein 82er gesamtbewerteter Spieler. Ja, Freunde, dann geht's noch zu den Skills, zu den Weakfoot. Weakfoot bleibt wohl bei 4 Sternen und Skills müsste es eigentlich ein Upgrade wieder auf 4 Sterne geben, denn Skills sind bei ihm gang und gäbe, also der ist schon wirklich ein Trickster, 4 Sterne. Also ich meine ganz ehrlich, wenn man einem Adebayor 4 Sterne gibt, dann kann man einem Torres auch 4 Sterne geben, Freunde. Das war's soweit von dieser Spielerbewertung-Prognose. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen für die ganze harte Arbeit hier. Und dann würde ich natürlich sagen, schreibt die ganzen Spieler in die Kommentare und schaut die bisherigen Folgen an, denn sonst schreibt ihr wieder alles doppelt und dann lese ich mich echt dumm und dämlich. Ja, Freunde, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt sauber, Freunde. Let's dance.